Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderdum zu einem neuen Part Minecraft Ador mit dem Zwergenfürst. Und während sich hier die Welt aufbaut, im Hintergrund kann ich euch schon mal flüstern, dass ich schon offscreen weitergespielt habe und die Brücke ein bisschen weitergebaut habe. Ja, muss ich da dazugeben. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Ich war schon ein bisschen ungeduldig und habe da mal ein klein bisschen weitergebaut. Ja. Da sind wir stehen geblieben und da ist mir das Holz ausgegangen. Und was sehe ich da drüben? Da steht es da drüben. Was sehe ich da drüben? Die Basis. Der Wahnsinn. Ja, schaut so aus, als ob wir heute mal den Weg hier zu Ende bauen. War nicht lange, also ich habe nicht viel gebaut. Ihr seht es ja, dort steht die letzte Truhe. Also viel habe ich hier nicht gebaut. Aber ein bisschen was. Dann hole ich mir jetzt noch ein bisschen Holz von dort unten. Dann bauen wir heute wahrscheinlich mal bauen wir mal die Sache zu Ende. Habe ich hier noch eine Spitzhacke dabei? Nein, natürlich nicht. Ja gut, das ist jetzt hier ein bisschen ewig. Es wird ein bisschen ewig dauern, den Bruchstein abzubauen. Machen wir es halt auf die gute alte Fallvariante. Ciao, Animo! So, hier ins Wasser hinein. Ins Wasser fällt ein Schwein. Ganz heimlich, still und leise. Jo. Das ist ein, naja, kein Insider, aber ja, angelehnt an ein kleines Lied. Ja, gut, das war jetzt ein klein bisschen cringe, aber ja. Machen wir mal weiter mit dem Holz abbauen. Und heute muss ich zu einem Thema kommen. Muss ich nicht, aber würde ich mal zu einem Thema kommen. Ja, ich sag's mal so, dass mich gerade und aktuell ziemlich bewegt. Ja, da kam ich letztens mit ein paar Schulkameraden aus der Berufsschule. Ja, ich bin jetzt in der Berufsschule, mache eine Ausbildung. Zu was sage ich euch nicht, aber in dieser Berufsschule kam ich mit einigen Klassenkameraden ins Gespräch über das Thema und ja, da will ich euch jetzt nicht die Ergebnisse des Gesprächs erklären, aber dieses Gespräch war durchaus Anlass dafür, dass ich jetzt mich mal mit diesem Thema, nein, nicht beschäftigt habe, doch schon beschäftigt habe, aber nicht zum ersten Mal beschäftigt habe, dass ich jetzt mal mit und ich über dieses Thema auch mal reden will, dass das man den Partners mal bringen möchte. Schwein. Nein, das Thema ist nicht die Schweinezucht. Das Thema, wie schon im letzten Part angekündigt, in Part 69. Ja, in Part 69 habe ich das schon angekündigt. Heute soll es um nichts Geringeres gehen als Schulnoten. Nein, nicht das schon wieder. Schulnoten. Ja, ist tatsächlich ein leidiges Thema. Aber da muss ich einfach mal drüber reden. Das will ich mir einfach frei von der Leber weg. Das will ich mir mal vom Herzen reden. Das muss einfach mal gesagt werden.
Ja, abgesehen davon, dass wir in Deutschland und in Europa generell schon irgendwie ein ziemlich beschissenes Schulsystem haben, wie ich finde. Abgesehen davon, dass man da einiges ändern müsste, um ein vernünftiges Schulsystem auf die Beine zu stellen, ist der größte Blödsinn, der in der Schule, in diesem Schulsystem eigentlich existiert, die Noten. Die Schulnoten. In Deutschland wird in den Schulen für alle da draußen, für alle Ausländer, die das nicht kennen, also die aus deutschsprachigen Ländern kommen oder irgendwie Deutsch sprechen und das nicht wissen, kurz mal erklärt. In Deutschland gibt es in den Schulen Noten von 1 bis 6, wobei 1 die beste Note ist und 6 die schlechteste Note ist. Und so werden in Deutschland die Schüler bewertet. Und die Schüler bewertet bzw. ihre Arbeiten benotet. Ja, das gibt's in anderen Ländern. Schweiz, Österreich, gibt es da andere Systeme, soweit ich weiß. Ähnliche. Aber ja, unterschiedliche, soweit ich weiß. Wie ich mich jetzt informiert habe, habe ich mich vielleicht viel informiert. Aber ja. So, Mama Holz. Ja, das dürfte erstmal fürs Erste reichen. Ja, so ist gut. Darf ich bloß nicht verlieren, wenn ich runterfalle. Darf ich keinen übergroßen Fallschaden kriegen. Eine Kuh hinterm Baum. Ja, und das kann ich euch gleich mal vorlesen, wenn wir oben sind. Ich habe hier nämlich auf Wikipedia einfach mal, ja, frei zugänglich. Kann man mal einfach recherchieren, einfach mal googeln. Einfach mal in Wikipedia eingeben, Schulnoten, Wikipedia, die Seite Schulnoten, also Wikipedia/Schulnote. Da findet man Folgendes, was ich gleich mal vortragen möchte. Und das hat mir schon zu denken gegeben, das sollte euch auch zu denken geben und ja, das erklärt schon einiges. Das erklärt schon ziemlich die Unsinnigkeit von Noten, wenn man sich das alleine schon durchliest. Ja, warte, ich such's gerade mal raus. Ich hab's schon geöffnet. Muss noch mal kurz mein Handy zur Hand nehmen und den Controller weglegen. Gleich geht's weiter. Ich such's nur mal raus, um es vorlesen zu können. Hier habe ich's. So. Da, die nächste Kiste. Haben wir hier noch irgendwo eine Kiste? Ja, da hinten, glaube ich. Da können wir mal ein bisschen Holz reinpacken. Und was ich hier vorlesen wollte, ist die Worte, die für die Noten, für die Schulnoten hier reserviert sind, die dort die Bezeichnungen, die Beschreibungen und die Wortlaute, die dort stehen. Das finde ich persönlich ganz interessant. Kann man sich mal zu Gemüte führen. Dann gibt es die Schulnote 1, also hier in der Tabelle Zahl 1. Note ausgesprochen in Worten sehr gut. Also von 15 Punkten, 15 bis 13 von 15 Punkten muss man erreichen, um die Note sehr gut 1 zu erreichen. Und die Beschreibung dieser Note, die Beschreibung, die sind sehr interessant. Die müsst ihr euch mal anhören. Das hat mich, wie schon gesagt, ordentlich zum Nachdenken gebracht. Die Beschreibung der Note 1 ist, wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht. In besonderem Maße. Das heißt, wenn die Leistung wirklich außerordentlich gut, also wie schon gesagt, sehr gut, wenn die Note, also in besonderem Maße, das heißt, es muss ungefähr so sein, wie da ist nichts dran auszusetzen, die
Die Arbeit ist perfekt. Ich habe da nichts zu bemängeln. Da ist wirklich großartig. Grund zum Jubeln. Alles spitze, alles klasse. Nichts Schlechtes dran zu sehen. Das war ihm erklärt. Ich muss mal schnell ins Bettchen hier, weil nachts arbeiten will ich nicht. Es gefällt mir nicht, auch wenn ich hier über den Wolken bin und mir die Monster nichts anhaben können. Aber trotzdem, nachts ist Schlafenszeit, auch in Minecraft. Weiter geht's ganz interessant mit der Schulnote 2. Schulnote 2 ist gut. Also die wörtliche Bezeichnung dafür ist gut. 12 bis 10 von 15 erreichbaren Punkten. Und die Beschreibung in Wörtern: Wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht, das heißt, Leistung erfüllt, ist sehr gut, ist nicht sehr gut, aber es ist gut, entspricht voll, man muss sich die Worte mal auf die Zunge zergehen lassen. Wenn die Leistung den Anforderungen voll entsprechen, das heißt, ja, muss das euch noch erklären, also voll entsprechen, das heißt, Lehrer ist zufrieden. Es gibt sehr wenig dran auszusetzen. Es ist, ja. Was summt denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn auf einmal los? Ich gehe hier mal eine Stufe höher. Damit ich hier mal ein bisschen der Basis näher komme. Ja, so nicht. Ja, sozusagen noch komplett. Ah! Kann man nicht dran meckern. Jetzt habe ich so viele Blöcke verloren. Ach du Schande. Ich darf da nicht runterfallen. Nehme ich mir davon was. So. Also Note 2 komplett. Wie die 1, ne, problemlos anzuerkennende Note. Den Beschreibungen. Zumindest nach. Jau. Okay, ich muss jetzt hier gerade ein bisschen aufpassen. So. Dann geht es hier auf dem Level ein bisschen weiter. So, Schulnote 3. Befriedigend. Ja, auch so ein ziemlich offen auslegbares Wort, befriedigend. Ja. Und wenn man jetzt mal nicht kindisch ist und das Wort nicht zweideutig auslegt, sondern mal so nimmt, wie es dann steht, ist das durchaus noch im guten Bereich. Die Note 3 ist übrigens in der oberen Hälfte der Noten. 1, 2, 3 sind gute Noten. 4, 5, 6 sind schlechte Noten. Einmal nur gesagt, also einmal nochmal klar gemacht. In der oberen Hälfte, das ist noch eine gute Note. Auch wenn es öfters mal in der Schule nicht so eindeutig als gute Note gesagt wird, wenn es nicht so rübergebracht wird. 9 bis 7 von 15 erreichbaren Punkten hat man da zu erreichen, um die Note 3 zu bekommen. Und die Beschreibung: Wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht. Ja, im Allgemeinen. Also es gibt schon ein bisschen was auszusetzen, aber im Allgemeinen. Also im Großen und Ganzen ist das doch in Ordnung. Gibt es im Allgemeinen wenig auszusetzen. So die Beschreibung dieser Note.
das einmal vor Augen geführt, ist an der Note 3 noch nicht so viel zu bemängeln. Also mit der Beschreibung, wenn sie so auf dem Zeugnis stände, also wenn ich eine Note 3 kriegen würde und da auf dem Zeugnis statt der Note 3 die Leistung, also die Leistung erfüllt die Anforderungen im Allgemeinen, also entspricht dem, wie es hier steht, wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht, also wenn das so, also deine Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen, wenn das so auf dem Zeugnis stände statt der Note 3, ja, das würde, glaube ich, schon einen kleinen Unterschied zu 2 machen, aber ich glaube, man müsste jetzt nicht sich Sorgen machen wegen einer 3. Anforderungen sind ja doch erfüllt. Also, ja, was soll man sagen? Was soll man dagegen noch sagen? Und dann kommt die gute Note 4. Na gut, ist dann im unteren, ist schon die, ist die beste Note im schlechteren, in der schlechteren Hälfte. Ich will die ganze Zeit Drittel sagen, aber ein Drittel. Das zu dritteln macht relativ wenig Sinn. Ja, dann kommt die 4. Das schon als Bezeichnung, als Wortlaut der Note 4 ausreichend. Das allein ist schon, muss man sich mal vor Augen führen, 4 ausreichend. Es reicht aus. Es ist, ja, es genügt. Kann man auch so sagen. Synonymhaft. Ja, ausreichend 6 bis 4 Punkte muss man da erreichen, um im Hintergrund, im Nachbarzimmer, in der Nachbarwohnung, da spielt doch jemand Musik. Das lenkt mich hier die ganze Zeit ab. Sorry. Ich hoffe, man hört es nicht sehr laut. Man hört es nicht zu laut. Aber es lenkt mich gerade ein bisschen ab. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich? Ausreichend 6 bis 4 Punkte. Und die Bezeichnung, also die Beschreibung, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, also erst ab der 4, jetzt sind wir gerade bei der 4 angekommen, jetzt weist die Leistung Mängel auf, aber im Ganzen erfüllt sie dennoch die Anforderungen. Also wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht, wie es hier steht. Das klingt doch auch, also ich muss mal sagen, die Leistung, die Mängel aufweist, ja, ist gut, wenn man eine 4 gekriegt hat, ist man schon ein paar Notenpunkte runtergerutscht. Wer erwartet da noch super Leistungen? Aber Mängel weist es auf. Aber im Ganzen erfüllt sie den Anforderungen noch, das steht hier, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht, also es entspricht den Anforderungen. Und eine 4, also ich muss das wirklich mal sagen, also wenn man eine 4 erhält in der Schule, ja gut, also das, dann waren deine Leistungen, dann war deine Not, dann war deine Arbeit, da hat der Lehrer schon noch ein Auge zugedrückt, meistens, aber dann war das ist so quasi die die Notnote, also die letzte Warnnote, bevor man dir eine 5 und eine 6 gibt. Also wirklich die. Ist schon eine sehr schlechte Note in der Schule. Wenn du eine 4 kriegst, musst du schon vieles falsch gemacht haben. ZR, was ist das? Holz. Wird als Baumaterial und zur Herstellung vieler Dinge verwendet, kann aus jeder Art von Holz hergestellt werden. Mhm. Alles klar. Eine kleine Beschreibung von Holz. So, ich nehme mir wieder eine Hälfte, damit ich nicht alles verliere, wenn ich runterfalle. Ja, Note 4.
Haben wir dann. Und dann kommt die 5. Mangelhaft. Also in Worten mangelhaft. 3 bis 1 Punkt. Also 1 Punkt muss man da erreicht haben. Bis 3. Um die Note 5 noch zu erreichen. Ja. Ja. So, hier mal ein bisschen stufenmäßig schon mal hochgehen. Jo. Und ich lese mal vor, was die Bedeutung ist. Das ist die 5, das fand ich interessant. Da habe ich auch als Witz mal dazu gesagt, das fand ich ganz lustig, hat mich amüsiert hier. Die 5, also die Beschreibung der 5. Die 5 ist sozusagen die Autismusnummer, das ist die die Autistennummer. Die Nummer 5 ist der Autist unter den Nummern. Die Beschreibung ist einfach, die Beschreibung sagt alles. Der Autist unter den Schulnoten. Die 5. Wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. Sind das schon mal Texte, die klingen ziemlich abgehoben, aber wenn man die sich mal analysierend anguckt, also schon Note 5, Leistungen ab Note 5, Anforderungen nicht erfüllt, also die Anforderungen, die der Lehrer an dich hatte, hast du nicht erfüllt mit dieser Leistung. Ab 5. 4 ist noch Anforderung erfüllt. Gerade so. Kapisch? 5 ist nicht erfüllt. Jedoch lässt sich erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind. Also, dass die Leistung nicht erfüllt, aber du hast dich zumindest bemüht. Also, der Lehrer hat gesehen, da ist was vorhanden. Also du wusstest es schon, aber naja, vielleicht hast du einen schlechten Tag oder vielleicht ist irgendwie bist du morgens mit dem falschen Bein aus dem Bett ausgestiegen und ja, steht da, ist halt irgendwie, ist schon vorhanden, aber oha, ich würde gerade sagen, ab ins Wasser. Holz noch da? Ja, noch ein bisschen. Wird vielleicht nicht ganz reichen, aber ein bisschen haben wir noch. Vorsichtig! Sachte. Wir müssen noch bis zu Ende kommen. Ja, die Note 5. Also, Schulstoff ist schon vorhanden, ist schon erkennbar, dass du was weißt. Aber hast es halt nicht richtig formulieren können oder hast es halt nicht richtig zum Blatte gebracht, hast es halt nicht. Hast halt irgendwie ein bisschen verkackt, aber mit ein bisschen Übung beim nächsten Test wird es besser. In dem Sinne. Und die Menge in absehbarer Zeit behoben werden können. Ja, also. Ja, wie schon gesagt, also. Deine Probleme lassen sich wieder lösen. Also. Hast halt so ein bisschen. Also du hast schon Wissen, also kannst schon Leistungen bringen, aber hast halt deine Probleme, dich so ein bisschen auszudrücken. Deshalb so ein bisschen, versteht dann die Autismusnummer. Versteht er wahrscheinlich nicht, aber ich versuch's euch irgendwie zu vermitteln. Du kannst es schon, aber kannst es nicht. Also kannst es den anderen nicht sagen. Kannst halt irgendwie, hast halt nur Probleme, es richtig hinzuschreiben, es richtig zu formulieren. Und dann zur schlechtesten Note, die Nummer 6. Ungenügend. Ein niederschmetterndes Wort. Ausgeschrieben, Schulnote 6. Ungenügend. Nicht genügend.
Genügend, ja. Ungenügend. Nicht gut. Ja. Und ja, 0 Punkte. 0 Punkte, ganz wichtig, 0 Punkte steht hier. Die 6 ist 0 Punkte. 1 Punkt nicht, 1 Punkt ist 5. 0 Punkte. Also keine Leistung. 0, 0, nix, niente. Nichts geschafft. 0 von 15 Punkten. Und die Aussprache, also die Beschreibung, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten. In der Arbeit wird